Hey Leute, kommt zurück zu The Last of Us Remastered. Im letzten Part sind wir hier am Campus angekommen, haben hier eine neue Waffe bekommen, nämlich den Flammenwerfer, den wir hier hinten auf der Schulter haben, am den Rucksack dran. Und jetzt sind wir hier in einem Studentenwohnheim. Hier habe ich mich hier schon ein bisschen umgeschaut und jetzt geht es hier weiter, denn hier ist ein Labor auf dem Campusgelände von den Fireflies und mal gucken, ob da noch jemand von den Fireflies ist. Das haben wir übrigens im letzten Part auch gelesen, hier alles, Wie das lange ging das Tagebuch. wohl gut? Und jetzt gehen wir hier weiter. Ellie ist beim Pferd geblieben, bei Carlos. Und jetzt, wie gesagt, gucken wir uns hier noch um. In den Räumen. Hier liegt nämlich noch Munition und ein paar Zahnräder. Sehr schön. Ist hier was im Kleiderschrank drin? Nein, im Kleiderschrank ist nichts drin. Wir können natürlich mal hier das Licht anmachen. Sporen. Oh nein, das bedeutet nichts Gutes, dass hier Sporen sind. Kann ich hier was mit Zucker herstellen? Nein, leider voll. Schade. Aber sonst ist hier nichts. Nee. Wo sind jetzt die Sporen? Oh, da unten sind die Sporen. Gibt es hier irgendwo Zombies oder so? Beziehungsweise Infizierte. Und ja, gibt es. Ach du meine Güte. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Fünf Infizierte. Eieiei. Wie hier heil durchkommen, unentdeckt zu werden. Können wir den Flammenwerfer zum Beispiel nachladen? Nö, können wir nicht. Schade. Wenn es zum Feuergefecht kommt, müssen wir auf den Flammenwerfer verzichten. Schade. Boah, die Musik wird immer bedrohlicher. Das ist ein Klicker, der sich nicht bewegt. Ich glaube, hier sind überall Klicker. Können wir die irgendwie auf einen Haufen da locken? Hier ist nämlich noch eine Flasche. Da hinten ist einer. Da hinten. Da hinten könnt ihr schön hin. Oh Gott. Nein! Messer! Oh shit! Wow! Messer! Ach du Kacke! Brennt mal schön! Oh Gott! Was geht denn jetzt hier ab? Was? Wie bin ich denn gestorben? What the fuck? Ach du meine Güte. Was ging denn jetzt hier ab gerade? Ach du Scheiße. Na gut. Gehen wir mal hier langsam und vorsichtig entlang. Oh nein, da ist noch ein Bloater, ernsthaft. Oh no. Ach du Scheiße. Kommt der Klicker jetzt zu uns? Ja, der läuft. Na komm, lauf weiter. Oh Gott! Stirb! Töte ihn! Komm, brenn! Brenn, 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 brenn! Natürlich brennt er nicht! Aber jetzt brennen sie! Jetzt brennen sie!
Und jetzt hat der Bloater was gesehen. Der Bloater hat was gesehen. Komm, Nagelbomben drauf. Komm her. Sehr schön. Alles ist down. Eieiei. Oder? Lebt noch was? Ich glaube nicht. Huh. Erstmal heilen. Und einen Molotov-Cocktail herstellen. So. Oh, ein Fireflies-Anhänger. Sehr schön. Ist jetzt hier alles ruhig? Müsste eigentlich, ja. Zum Glück. Und ich glaube, da geht's weiter. Durch die verschlossene Tür. Also gucken wir uns erstmal hier unten um. Also die haben nicht sehr lange überlebt, würde ich sagen. Die auf der oberen Etage haben wahrscheinlich länger überlebt. Aber woher kamen die Sporen? Wo haben die Infizierten hier ihr Nest? Das frage ich mich. Woher ist das alles gekommen? Zumindest hier in dem Wohnheim. Wie viel Flammenwerfer-Muni haben wir jetzt eigentlich? Oh, das sieht schon mal gut aus. Sieht sehr gut aus. Und die ganzen Materialien, die schmecken mir auch. Oh, da ist eine Schere, die wir nicht benutzen können, die wir nicht einsammeln können. Aber wir können unsere Nahkampfwaffe mal verbessern, unsere Machete. Und können noch hier ein Messer herstellen. Und somit können wir das hier einsammeln. Was gibt's denn noch hier Schönes? Da liegt eine Flasche. Wir haben aber schon eine Flasche. Da liegt auch eine. Also hier hätte man die Infizierten sehr, sehr viel ablenken können. Aber wir sind halt hier nicht rausgekommen. Aus dem Eck. Aus dem kleinen Raum, wo wir waren. Na gut, gehen wir hier weiter. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles erkundet. Alles gesehen. Na komm, die Tür kriegst du doch auf. Leise. Vorsichtig. Man weiß ja nicht, was hier noch so lauert. Hoffentlich hält das. Und die Sporen müssten doch auch langsam aufhören, oder? Ja, wir können nur hier raus. Und jetzt kann Joel die Maske wieder abnehmen. Sehr schön. Hier sind keine Sporen. Da geht's raus. Ich glaube, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Lochs. Gleich mal nachgucken. Denke ich mal schon. Oder waren wir hier schon? Haben wir uns schon hier umgeguckt? Nee. Die Schublade ist zumindest zu gewesen. Aber da war nichts drin. Nee, wir haben uns schon umgeguckt hier. Oder halt doch nicht. Wenn, dann haben wir die 10 Pillen übersehen. Jetzt. Jetzt können wir so langsam aber sicher hier rausgehen. Das Wohnheim verlassen. Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ja, Ellie, ich mach ja schon. Ich mach ja schon das Tor auf. Einmal das hier nehmen. Oder brauche ich das jetzt überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, doch, brauche ich. Da ist der Generator drauf. Einmal hier reinstöpseln. Zack. Und jetzt das Tor mit Strom versorgen. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Versuchen wir es
geschafft. Ja, komm schon durch. Sehr schön, es funktioniert. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Reine Spekulation. So genau wissen wir es alle nicht. Jetzt können wir das Licht wieder ausmachen. Und reiten hier weiter zum Labor nach hinten. Da sind wir gekommen. Dann ab durch hier. Mal schauen, ob es hier hinten was gibt. Ich glaube ja nicht, dass es hier hinten was gibt. Nö. Da gibt es nix. 0, nix. Hier drüber springen. Und da sind wir schon. Da ist das Labor. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Ja, hoffen wir mal, dass wir noch jemanden treffen von den Fireflies. Und die Affen haben wir auch lange nicht mehr gesehen hier. Mal schauen, ob die Affen überhaupt noch leben. Gehen wir. Hier haben sie Zelte aufgestellt, okay. Ja, was denn in einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Ja, immerhin hat er mal was Privates über sich erzählt. Immerhin öffnet er sich langsam, der Joel. Wer weiß, wie es dann im zweiten Teil aussieht. In The Last of Us Part 2. Ob er dann noch viel mehr über seine private Geschichte erzählt. Über sich selber. Über Sarah. Über Tess. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Ja, das haut schon hin. Reine Spekulation. Und auch kann man noch sehr, sehr viel aus der Geschichte von The Last of Us rausholen. Wir wissen ja, dass im zweiten Teil in The Last of Us Part 2 Ellie erwachsen ist. Wissen wir ja. Aber vieles weiteres werden wir dann im The Last of Us Part 2 Let's Play erfahren. Das Let's Play hier von The Last of Us Remastered werde ich bestimmt nicht fertig bekommen. Bevor The Last of Us Part 2 rauskommt, aber okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Das war mir irgendwie schon klar. Hoffentlich hat das niemanden hier geweckt. Keinen Infizierten. Hoffentlich niemanden. Aber wir sind drinne. So viel Lärm wollten wir zwar nicht machen, aber egal. Und Carlos müssen wir hier lassen, so wie es aussieht. Wo geht's denn hier rein? Wo geht's denn hier lang? Da hängt ein Kabel. Und da müssen wir rein. Also können wir eigentlich nur über den LKW oder so da rein. Benutzen wir mal hier die Mülltonne weiter, mit der wir hier das Tor aufgemacht haben. Komm, Ellie, rutsch mal. Ellie! Weg da! Danke. So, dann wollen wir mal aufs Dach. Und wollen dann auch mal rein. Hier überall die Solarpanels. Mal schauen, ob das überhaupt noch Strom erzeugt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist außer Betrieb.
Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Wenn der Part hier erscheint, ist sowieso schon The Last of Us Part 2 draußen. Könnte ich wetten. Weil ich derzeit viel vorproduziere von diesem Game. Ellie ist schon mal reingegangen, so wie es aussah. Wir gucken uns aber erstmal hier um. Oh, 25 Zahnräder. Sehr schön. Hier ist eine Werkbank. Okay. Hier haben wir uns noch nicht umgeguckt. Oh, Shorty-Munition. Da ist leider nichts drin. Hier sind wir jetzt im Gebäude drin. Ja, da werden wir auch geblendet. Gehen wir lieber mal zurück in den anderen Raum. Und gehen mal da an die Werkbank. Und gehen dann da auch halt mal durch die Tür. So, was wollte ich eigentlich machen? Ah, panzerbrechende Munition wollte ich machen. Und können wir noch was verbessern? Ja, können wir zum Beispiel. Ich verbessere mal hier das Nachladen von El Diablo und dann haben wir keine Zahnräder mehr. Was ist das denn hier für ein Raum? Anscheinend irgendein Klassenraum oder so gewesen. Irgendein Forschungsraum oder so. Man kann leider nicht viel erkennen, was da an der Tafel war. Kann man leider nicht. Oh, es gab sogar zwei Wege hier rein. Noch mehr Stuff. Sehr schön. Was ist hier drinne? Juhu! Fireflies! Euer Heilmittel ist hier! Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Ich glaube, da ist keiner, Ellie. So hart, wie es klingt. Ich glaube, da ist niemand. Was ist hier drinne? Oh! Die Tür ist verschlossen. Okay. Da gibt es bestimmt hier was Gutes. Oder viel Material. Boah, geil. Eine Werkzeugstufe. Werkzeugstufe 4. Und was Neues haben wir hier? Keine Ahnung, was da jetzt verbessert wurde. Wurde leider nicht angezeigt. Da war noch Flammenwerfermuni. Pillen sind hier noch. Also der Raum, der hat sich gelohnt. Ich würde sagen, Medikit. Dann können wir die Lumpen mit einsammeln. Ja. Im Großen und Ganzen hat sich der Raum hier gelohnt, würde ich sagen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier haben wir uns noch nicht umgeguckt, in diesen Raum. Kann man den Spind hier öffnen? Ja, kann man. Ist da was drinne? Ja, Zahnräder. Sehr gut. Ist da oben was? Nö. Schade, schade. Schade. Marmelade. Da ist nichts drinne. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal hier weiter. Und erkunden mal weiter das Labor, wo wir jetzt hier drinne sind. Keine Ahnung, was der Ellie gefunden hat. Ein Fahrstuhlschacht. Zwei sogar. Was hast du denn da, Ellie? Bücher. Und was liegt hier? Irgendeine Checkliste oder so. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Was war das?
Sind hier etwa Infizierte? Oder wüten die Affen hier rum? Was war das zum Teufel? Ich glaube, das werde ich gleich erfahren. Und ihr im nächsten Part. Wenn euch dieser Part hier gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!